Hey, ihr Kassenhalter, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen BeamNG Drive Level-Vorstellung. Und heute etwas richtig Schönes für euch vorbereitet. Und zwar den Frozen Lake. Ist eine echt geile Sache. Da sind wir nämlich hier auf einer Straße. Und die fährt hier lang. Und die können wir runterfahren, die Straße. Und wenn der Sprit alle ist, können wir hier vorne reinfahren und tanken. Total geil. Scheiße. Schon immer wollte ich mal, dass ein Spiel entwickelt wird, wo ich eine Straße langfahren kann und ab und zu mal tanken muss. Weil das reicht so im realen Leben einfach mal gar nicht. Nee, so ist es natürlich nicht. Wir haben hier definitiv eine Straße. Auf der Straße können wir auch fahren, ist irgendwo logisch, ne? Und da können wir auch schön im Kreis fahren. Ich mache das jetzt ja einfach mal eine Weile, da das so super interessant ist und ihr das wahrscheinlich auch so tierisch geil findet. Weil wie oft habe ich in meinen Kommentaren schon gelesen, Mensch, Schotti, fahr doch einfach mal eine Viertelstunde im Kreis. Und genau das kriegt ihr jetzt. Nee, oh Schwachsinn, Leute, oh Schwachsinn. Jetzt mal ernst hier, wir sind hier auf der Map Frozen Lake. Und das Geile an der Map ist, wir haben hier einen gigantischen, zugefrorenen See genau rechts von uns. Und da kommen wir hin, wenn wir meine kranke Vollbremse hinlegen, hier umdrehen und dann da hinten, wo diese Schilder sind, die immer so nach rechts zeigen, hier fahren wir hier rechts. Juhu. Diese Schilder hier, ne? Da fährt man einfach rechts runter. Normalerweise ist da auch ein Weg, aber jetzt bei dem Schild ist hier gerade kein Weg. Ja, das haben doch die scheiß Kram wieder umgestellt. Die wollen es doch hier alle nur verarschen. Hier kommt man doch gar nicht lang. Oder? Vielleicht doch. Aua! Das war der Frontscheinwerfer. Mann, 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 dass man hier auch nicht sieht. So viele Büsche, ey. Hä? Was ist das? Ja, nu? Was ist denn jetzt? Ah ja, da ist der See. Alles klar. Also hier denn das Haus im See, ne, am See. Viel besungen von, wie hieß denn der Typ? Dieser Kummi-Rapper. Bla bla bla, ich hab ein Haus am See, da grill ich jeden Tag und saufe. Ach, kein Plan mehr, wie das hieß halt irgendwie. Naja, ist ja auch nicht unbedingt mein Milieu, also so Hip-Hop-Rap, da stehe ich nicht so wirklich drauf. Aber scheißegal, jedem das, was er mag. Und hier ist er jetzt, unser Frozen Lake. Und das ist wirklich so richtig geil am BeamNG Drive, dass es im BeamNG Drive Eis gibt, was auch so richtig gut simuliert wird, ne? Wir fahren jetzt hier mit unserem Standard-Pickup auf das Eis und jetzt merken wir schon, es ist rutschig, ne? Die Karre dreht voll durch. Da, könnt ihr gucken. Und ist jetzt gerade mal, oder zeigt uns an, dass wir irgendwo bei 95 km/h sind, 100 km/h. Wenn ich jetzt mal das Gas loslasse, dann zeigt er uns mal die richtige Geschwindigkeit. Na gut, okay, bei dem Hobel hier ist das nicht ganz so schlimm. Bei anderen PS-Monstern ist es natürlich so, dass ihr da 200 angezeigt bekommt, da bewegt ihr euch gerade mit 30, weil euer Antrieb einfach nur durchdreht, ne? Aber die Karre hier kriegt es ganz gut hin. Ja. Und jetzt sind wir hier mit hoher Geschwindigkeit auf diesem riesigen Eissee und wie ihr das schon seht, wir rutschen hier wie die Schweine. Also wenn wir hier irgendwie klarkommen wollen, dann müssen wir immer wieder versuchen, gegen dieses Rutschen gegenzusteuern, was überhaupt nicht einfach ist, weil wir sitzen hier echt auf fiesen Packeis, was richtig derb rutschig ist. Eine ganz, ganz fiese Angelegenheit, eine richtig fiese Angelegenheit, Freunde. So, jetzt haben wir uns langsam wieder gefangen, dass wir in eine Richtung kommen. Ich versuche jetzt mal wieder hier in diese Richtung zu fahren. Also da, wo das Haus steht. Ja, naja, langsam hat man es drauf. Ja, wunderbar. Und da sind wir dann auch wieder in eine Richtung. Das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an, wie hieß denn dieses Überlebensspiel, was ich selber auch gespielt habe? Ja, wo man in der kanadischen Winterwüste sozusagen ausgesetzt war und dann überleben musste. Ja, ich habe keinen Plan mehr. Komplett vergessen. Absolutes Brainlag. Naja. Ne, da gibt es so ein Spiel, so ein Comic-Look, ne? Und da gab es auch ein Level, das hieß auch Frozen Lake. Und irgendwie erinnert mich das daran. Das sieht eigentlich fast genauso an. Wenn da man die Levelentwickler sich kein Beispiel dran genommen haben, beziehungsweise sich die Idee von da geklaut haben. Beziehungsweise auch das Design, weil das sieht echt verdammt ähnlich aus, ey. Verdammt ähnlich. Über hier mit diesen Fischerhütten. Und ich jetzt übrigens gleich reinkrache, weil ich absolut gar nichts mehr machen kann. Ja, das ist ja toll. Das ist ja toll, ne? Da hat man hier einfach mal so bestimmte Sprites reingesetzt, damit das alles schön aussieht. Und hat hier in einem Spiel, wo die Physik-Engine eigentlich alles ist. Das ganze Spiel dreht sich nur um Physik, ne? Ich kann hier Strange drücken und kann meine Heckklappe abreißen. Heckklappe abreißen. Meine gottbeschissene, verdammte Heckklappe abreißen. Oder auch nicht. Sie mal hinten. So, mal her hier mit dem Scheißding. So. Ja, jedenfalls kann ich die abreißen. Und das ganze Game ist ja nur durch Physik durchsetzt und nur davon lebt das Spiel. Und dann setze ich hier in den Level Sprites rein,
die nicht physikalisch berechnet sind. Guck mal hier. Könnt ihr einfach durchfahren. Genauso wie durch die Skidos. Unfassbar. Naja. Meine Motorhaube kann ich übrigens auch abreißen. Ja, Freunde, und so ist es halt auf dem Frozen Lake. Jetzt können wir ja mal verschiedene Fahrzeuge hier ausprobieren, wie die so auf Eis reagieren. Ist ja doch sehr, 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 sehr interessant. Was ich sehr interessant fand, war zum Beispiel hier unser 1927er Oldtimer. Ne? Die Karre hat ja auch Heckantrieb und driftet so an sich sehr derb. So, jetzt guck mal. Ja, wenn er dann erstmal gestartet ist, müssen wir erstmal ankurbeln, den Hobel. Jetzt fahren wir damit mal los. Okay. Ja, und dann ist genau das, was ich euch zeigen wollte, ne? Weil der hat ja Heckantrieb. Und ja, der Tacho, der zeigt hier irgendwas in über 60 km/h. Und in Wirklichkeit bewegen wir uns hier im Schritttempo und kommen eigentlich überhaupt gar nicht klar und nur nach vorne. Ja, das ist mal ein derbestes Beispiel dafür, wie scheiße eigentlich Eis sein kann. Echt krank. Wir können hier gar nichts machen. Die Kiste dreht sich einfach nur im Kreis und das war's. Eigentlich wollte ich euch jetzt zeigen, dass die Bude klarkommt, weil das letzte Mal, wo ich die Map hier gespielt habe, da konnte ich richtig gut beschleunigen mit dem Teil. Was meiner Meinung nach auch daran lag, dass er halt nicht so eine extreme Beschleunigung hat, obwohl er doch eine ziemlich starke Beschleunigung hat. Naja, ist egal. In jedem Fall haben wir jetzt hier ein anderes Beispiel, was ich jetzt eigentlich noch nicht zeigen wollte. Mit Heckantrieb und 4 PS kommt hier überhaupt nicht klar. Im Gegenteil dazu ist natürlich krass, wenn man den Annihilator nimmt. Naja, den Annihilator kennt alle noch, unseren Dragstar hier. Warum er bisher mal hochgeladen ist. Das ist hoffentlich mal bald passiert. Jawohl, da ist er. Wir drehen uns jetzt mal ein bisschen hier rum mit der Kiste. Und das finde ich der absolute Hammer, wenn man mal im Gegenteil den Annihilator sieht, der über 4 PS hat und auch Heckantrieb, dass der hier auf dem Eis klarkommt. So, jetzt haben wir eine schöne lange gerade Strecke. Und hier, guckt. Beschleunigt wunderbar. Kommt super auf Geschwindigkeit. Geht ab wie eine V1. Also anscheinend, irgendwann, wenn die Schlappen breit genug sind, hat man selbst auf Eis genug Grip. Ne? Kann einem nichts passieren. Jawoll, rinn ins Bäumchen. Oh, schön, schön. Oh, die Karre hat es ordentlich zertrümmert. Ey, so ein schöner Krieg, so was Schönes. Oh, wollen wir uns das nochmal in Zeitlupe geben? Jetzt geben wir uns nochmal in Zeitlupe. Aber dafür drehen wir uns nochmal hin. Wir wollen eine lange gerade Strecke haben, um richtige Geschwindigkeit aufzubauen. Und dann geben wir uns einen Krieg hier zwischen den Bäumen nochmal in Zeitlupe. Ja, das ist doch was Feines, das muss man doch sehen. So, Feuer frei. Ein bisschen rauszoomen, dann sieht man mehr. So. Zeitlupe an. Und dann brettern wir einfach mal hier in den Berg hinein. Mal sehen, was so passiert. Krawums, krawams, Alter. Na gut, jetzt hat es mehr der Berg geschrottet als die Bäume. Und komischerweise, ja, wenn es mal passieren soll, ne, dann fliegt man durch alle Bäume durch und trifft nicht einen einzigen. Aber wenn man mal keinen treffen will, dann triffst du sofort den ersten. Ach Gott, verdammt, Axe. Naja, in jedem Fall aber auch ein schöner Krech, ne? Hat es ordentlich zerledert hier. Ist da, jawohl, und jetzt haben wir noch zwei Bäume getroffen. Na, wie schön. Da sind wir ja doch noch befriedigt. Ey, was ist denn jetzt hier los? Hip-Hop-Karre oder was? So, Freunde, dann drücken wir nochmal Steuerung E. Extrem interessant auf Eis ist auch der Jefferson Fortura. Ne? Normalerweise ja nicht ganz so viel Power, aber halt ein Hecktriebler. Und wir haben ja schon bei der normalen Mod-Vorstellung gemerkt, dass auch auf festem Untergrund die Kiste mit dem Heckantrieb doch sehr, sehr schnell ausbricht. Hier auf Eis kommt der Hobel überhaupt nicht mehr klar. Ihr könnt hier eigentlich fast gar nichts machen, außer euch lustig im Kreis drehen. Mal so richtig lustig im Kreis drehen, ne? Also wirklich nach vorne kommt er nicht. Versuch's mal mit ein bisschen Stop and Go. So, jawohl, ja. Ja, wir beschleunigen langsam und wir korrigieren auch. Wir versuchen hier irgendwie fahren zu können. Es ist nicht leicht, aber es muss gehen. Schließlich müsste das Bettmobil ja im Endeffekt auch manchmal auf Eis fahren, aber es wird jetzt echt schon wieder krass. Also es ist fast unmöglich, hier wirklich geradeaus zu fahren. Der Hobel bricht so gut wie immer aus. Ihr habt da echt schlechte Chancen. Gar keine Chance mit der Karre, wirklich gar keine Chance mit der Karre, hier irgendwie klarzukommen. Na gut, in der Zeit gab es ja noch keinen ABS und nichts, ne? ESP und so, ach, absolutes Totschweigen. Was dann aber richtig übel ist und was ich richtig genial fand, wenn ihr hier unseren Ford, jetzt muss ich nochmal auf mein Zettel gucken, ich vergesse den Namen immer, Capri, wenn wir den mal nehmen, ne? Gucken wir mal, was ist jetzt auf? Turbo 5 schon mal, wir starten. So, sind jetzt hier bei 130 km/h, in Wirklichkeit bewegen wir uns mit 20 km/h und wir kommen hier überhaupt nicht klar. Die Karre fängt sofort an sich zu drehen, was aber richtig geil ist, das Ding hat so viel Feuer, dass ihr immer weiter in dieselbe Richtung lenken könnt, in die ihr euch gerade dreht und dann weiter Gas gebt. Und
Ja, normalerweise, der boxt sich eigentlich immer schneller und dreht. Warum macht das jetzt nicht? Ja, los, jetzt hier die Dreckshube. Jetzt zeig uns nochmal das Karussell, was du mir vorhin gezeigt hast. Die Leute wollen es doch sehen. Na, nu. Ja, es macht doch hier zwar ein schönes Karussell, aber es ist bei Weitem nicht so schön wie das, was er mir hier beim letzten Mal präsentiert hat. Da ist der Hobi nämlich immer schneller geworden, immer schneller. Und irgendwann sah das aus wie so ein Hubschrauber. Das war echt schon abnormal. Ich dachte, diesmal macht das jetzt auch, aber irgendwie weigert er sich gerade ein bisschen dagegen. Finde ich echt schade. Ich krieg's auch nicht wirklich hin. Ich bremse mal ein bisschen. Vielleicht war ich ja auch im Manual drin. Ach, das hat mich doch wieder verdrückt, ey. Mann, scheiße. So, jetzt sind wir hier im ersten Gang. Mal gucken, ob er im ersten Gang mit so viel Drehzahl uns hier diesen Spaß macht. Nee, irgendwie scheint er das auch nicht zu machen. Ich versuch's mal im zweiten. Möchte uns den Spaß auch nicht so wirklich bereiten. Nee, nicht so hundertprozentig. Machen wir es mal am dritten. Vielleicht kommt es ja dann. Nee, versuchen wir es mal am vierten. Es muss doch verdammt nochmal klappen. Es kann doch nicht wahr sein, ey. Fünfte. Ach, er macht's nicht mehr. Ist ein bisschen kamerascheu, der Junge. Schade eigentlich. Naja. In dem Fall ist echt das absolute Hobbybeispiel dafür, wenn man auf Glätte mal Gas gibt, ne? Wie krass das im Endeffekt enden kann. Unfassbar. Macht er mir jetzt den Propeller? Irgendwie scheint er schneller zu werden. Ich glaube, jetzt macht er's. Das sieht gut aus. Jetzt macht er's, jetzt macht er's. Genau, jetzt beschleunigt er immer mehr. Dreht sich immer schneller und guckt euch mal an, wie krass das im Endeffekt irgendwann mal wird. Wie schnell die Bude sich dreht, ey. Das ist unfassbar. Wui, 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 wui. Oh, wir müssen eigentlich mal abheben, ey. Ich hoffe, er tut's. Jawoll! Los, dreh dich, du Hobel! Alter, ist das geil. Ist das geil. Genau das wollte ich euch zeigen, Freunde. Zum Glück hat er es jetzt im Endeffekt noch gemacht. Gott sei Dank. Schönes Ding, schönes Ding. So, was hatten wir denn noch für schöne Sachen, die man hier machen könnte auf dem Eis? Hatten wir schon. Naja, nehmen wir mal einen LKW. Der hat ja so richtig schön viel Masse und rutscht deswegen so extrem geil, weil die Masse ihn ja immer wieder in eine bestimmte Richtung ziehen wird. Wenn er da schon hinsichtlich beschleunigt hat. Und ihr seht auch, das ist auch ein absoluter Hecktriebler und der kommt hier schon mal fast gar nicht aus dem T. Fast überhaupt nicht aus dem T. Es ist echt schwierig, hier überhaupt eine Richtung zu halten. Ich lenke hier zwar voll gegen, aber irgendwie macht er trotzdem, was er will. Gut, okay, wir versuchen es mal anders. Wir versuchen es mal anders, ne? Wir nehmen mal manuell, schalten mal schon mal ein paar Gänge hoch. Jetzt sogar zwei Rückwärtsgänge, cool. Schalten hier mal einen dritten Gang. Dann dreht er ja nicht so schnell. Von daher kann er erstmal mehr Grip kriegen. Das macht er jetzt auch. Da müssen wir natürlich auch relativ schnell die Gänge hochschalten. Damit wir von der Drehzahl wieder runterkommen, aber ach, naja, da versagt er dann auch schon wieder und rutscht uns hier weg. Wirklich schade, wirklich schade. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Also auch dieser Hobel hier fast total unkontrollierbar. Wenn wir dagegen jetzt mal aber in die andere Richtung gehen, wir wollen was Kontrolliertes hier auf dem Eis haben, dann nehmen wir mal unseren Rockwaller, ne? Ah, wir haben immer noch Manual End und gehen jetzt mal wieder auf Automatik. Guckt es euch mal an, der dreht zwar auch sehr schnell durch, ist bei weitem nicht auf der Geschwindigkeit, die angezeigt wird. Wir sind original gerade mal auf 30 km/h. Aber ich kann mit dem Hobel relativ gut lenken, hier meine Richtung ändern, einsteuern und nach einer relativ kurzen Zeit fährt er dann auch in die Richtung. Also der Bock hier, der hat ja nur Allrad, da funktioniert das doch relativ gut, ne? Also der ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, für ein Auto, was auf Eis wirklich richtig gut funktioniert. Ich peile jetzt einfach mal diesen Baum da vorne ein, um zu zeigen, dass ich auch keine Scheiße erzähle. Den Baum hier, ne? Ja, da waren wir. Ich lasse den Mauszeiger, ich hoffe, ihr seht den Mauszeiger außerdem auch. Hier auf den Baum drauf. Fahr mal auf den Baum zu und treffe ihn jetzt sogar. Kravum. So, ist wie beim Billard, ne?
die Kugel in das Loch rein. Funktioniert. Dagegen könnten wir ja mal testen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Pickup nehmen. Dann haben wir hier so ein Extended Cab Offroad Pickup. Aber ich nehme mal in jedem Fall die Allrad-Version 4WD, ne? Mal gucken, wie gut der hier mit Allrad auf Eis klarkommt. Naja, die erste Richtungsänderung ging schon mal relativ gut und flott. Aber er hält die Richtung nicht so gut, so wie ich das gerne vielleicht hätte. Auch wenn ich jetzt hier versuche, meine Richtung, tausendmal jetzt schon Richtung gesagt, zu ändern, dann ist das einfach mal nicht so einfach hier mit dem Hobel. Ja, ich lenke mal hier rüber. Nee, wird auch nicht so wirklich was. So, ich versuche jetzt mal hier vorne irgendeinen Baum zu treffen. Also ich versuche jetzt hier so in die Mitte des Waldes reinzufahren. Aber es ist bei weitem nicht so einfach wie mit unserem Rockcrawler. Die Karre rutscht wirklich immens, auch wenn man versucht gegenzulenken. Rutscht der immer noch weiter, ist echt nicht einfach. Naja, und zerschellt dann im Endeffekt hier am Baum. Tja. Schick. Also jedes Allradfahrzeug kommt hier auch nicht gerade super drauf klar. Was vielleicht noch interessant wäre, wäre Hiroshi Itsubisha. Ich komme jetzt gerade nicht auf den scheiß Namen, ist auch kackegal. Wir nehmen mal die Stage 4 Edition. Ist das die Stage 4 Edition? Laber ich jetzt scheiße? Ach man, die will ich doch beim BMW klonen. SBR 4 Stage 2 Edition, ganz genau. Gehen wir mit dem mal Stoff. Das ist ja ein Hecktriebler mit relativ viel PS. Ja, da sehen wir es schon. Wir sind gerade mal auf ungefähr Mitte 30. Irgendwas von der Geschwindigkeit her. Der Tacho zeigt 170 an. Rastet hier auf dem Eis also auch völlig aus, der Hobel. Überhaupt gar keine Lenkung möglich. Ich kann hier machen, was ich will. Außer ich lenke natürlich in die Richtung, die hier eh gerade schon rutscht. Dann wird es natürlich noch schlimmer. Aber gegenlenken, ihr seht es hier gerade. Fast gar keine Chance. Wir rutschen noch Ewigkeiten in dieselbe Richtung. Naja, jetzt kriegt er langsam mal einen Grip, aber dabei dreht er sich dann auch gleich schon wieder komplett. Junge. Naja, ansonsten haben wir hier keinen richtig schönen Offroader leider gerade mit dabei, mit Allradantrieb. Aber was man noch probieren könnte, da wir jetzt hier so schöne Grits haben, ist, das Auto übers Eis zu ziehen. Oh ja, funktioniert auch ganz gut. Krieg ich eigentlich auch die Scheiben rausgezogen hier an der Kiste? Hm. Nicht so wirklich, aber damit habe ich schon eine Idee für die nächste Folge. Ich werde mal ein paar Szenarios zusammenstellen, wo wir die Kisten so derb fixieren, dass wir die komplett auseinanderflippen können. Das machen wir definitiv mal in der nächsten Folge, weil die Folge hat ja jetzt auch schon wieder fast 18 Minuten rum, Freunde. Und von daher machen wir jetzt auch mal wieder Schluss. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, du ein Like und ein Abo, tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao!